bis zum heutigen Tage. Tassadar ist bestimmt ebenfalls stolz. Tassadar ist tot, Phoenix. Er stellte sich mutig seinem Schicksal und opferte sich für sein Volk. Er bewahrte uns vor der Auslöschung. Was? Das kann nicht sein. Und Ajur? Ebenfalls verloren an die Zerg? So ist es. Wie lange war ich in Stasis? Wann wurde ich zum Dragoner? Wisst ihr etwas über das Richterprogramm, Phoenix? Selbstverständlich. Sie wollten die größten Geister der Templer replizieren. Am Ende waren es gefährliche Maschinen, die abgeschaltet werden mussten. Sie wurden zwar abgeschaltet, aber es wurde weiter geforscht. Wir haben weiterhin nach einem Weg gesucht, unsere größten Templer zu replizieren, diese uralte Technologie zu verwenden. Warum erzählt ihr mir davon? Wir sehen einem Krieg entgegen, der mit keinem zuvor geführten Krieg vergleichbar ist. Wir werden euch in den nächsten Tagen brauchen. Und vielleicht auch die Richter. Dann sind meine Klingen die euren, alter Freund. Diese neuen Entwürfe für die Richter übertreffen jede Technologie, die unser Volk bisher hervorgebracht hat. Die Replizierungsdaten erlauben eine genaue Duplikation des Bewusstseins. Phoenix' Persönlichkeit könnte akkurat sein. Wie akkurat? Mehr als 99%. Es könnten also Diskrepanzen auftreten. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und wie viele Entscheidungen beeinflusst diese Abweichung über ein Leben hinweg? Wer wärt ihr, wenn ihr auch nur in 1% der Fälle eine andere Wahl getroffen hättet? Behaltet Phoenix im Auge. Wenn er uns helfen soll, dann will ich wissen, wer er ist. Auch mit den künstlichen Intelligenzen und so. Tja, lass mal das so. Wir haben neue robotische Unterstützungseinheiten erhalten, die ihr euch anschauen solltet. Zuweisung. Was gibt's denn noch? Karax konnte die robotischen Vollstrecker mit Hilfe der Daten von Glassus letzteweise einreichen. So war das, stimmt. Die stehen wieder auf und so. Wir sind die Klingen. Fand ich nicht ganz so cool. Wie unsere Späher berichten, unterwerfen Armor. Dieses Wiedersehen mit Phoenix löst verwirrende Gefühle in mir aus. Ich fühle Traurigkeit, obwohl ich eigentlich Freude verspüren sollte. Es heißt, der Krieger Phoenix starb durch die Hand der Königin der Klingen. Dies ist lediglich eine Simulation seiner Persönlichkeit. Doch sie erinnert euch an den Verlust, den ihr erlitten habt. Seine Stimme, seine Gedanken, sein ganzes Wesen. Er beschreibt gemeinsame Erinnerungen so lebhaft, so präzise. Mein Instinkt sagt mir, dass das mein Freund Phoenix ist. Doch mein Verstand weigert sich, das zu akzeptieren. Ja. Wir Nerazim denken oft darüber nach, ob wir einfach die Summe unserer Erfahrungen sind. Oder mehr als das. Eine innere Wahrheit, von der wir erfüllt sind. Wir werden bald erfahren, ob Phoenix seine eigene Wahrheit in sich trägt. Oder ob er nicht mehr ist als eine schlechte Kopie. Tja. Irach, ich erkenne nun die technologische Überlegenheit Excel Naga. Sie wussten, dass Energie, Essenz und Information alle eins sind. Untereinander austauschbar. Zeratul, viele halten euch für verrückt. So, dann haben wir wohl schon die Stelle erreicht, an die ich wieder hin wollte. Ab jetzt geht es mit den, sagen wir, normalen Stream-Aufzeichnungen weiter. Die Zwischensequenz der Film und die Gespräche kommen gleich nochmal zum Teil. Viel Spaß beim Weiterschauen. Wenn
doch noch irgendwo irgendwas fehlen sollte, sag Bescheid. Und ja, viel Spaß beim Weiterschauen bei von StarCraft.